Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ja, das ist jetzt eine weitere Folge von Anno 1404 und zwar diesmal die Kampagne. Ja, da müssen wir ja hier da haben wir ja in der letzten Folge hier diesen auch ziemlich merkwürdigen Kardinal Lucius kennengelernt. Ja, ich werde jetzt auch noch mal das Intro kurz laufen lassen, beziehungsweise die Einleitung, ne? Ja, damit ihr euch auch mal ein Bild von denen machen könnt. Und dann warten ja wahrscheinlich auch wieder eine Menge Aufgaben für uns von diesen anderen unsympathischen Kerl namens Guy Forgas oder Guy Forgas. Ja. Und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen. Kardinal Lucius. Die bloße Erwähnung seines Namens ließ Menschen erschauern und Gespräche verstummen. Es hieß hinter vorgehaltener Hand, er verfolge seine Interessen mit unbarmherziger Härte. Hatte der Kaiser ihm gerade deshalb die Befehlsgewalt über den Kreuzzug erteilt? Oder hatte Lucius seine Befugnisse auf dunklen Wegen erlangt? Während alle Welt rätselte, was der Kardinal wohl im Schilde führte, trug dieser sich bereits mit dem Gedanken, einen Hafen errichten zu lassen, von dem aus das gigantische Heer schon bald ins Morgenland verschifft werden sollte, um das gelobte Land an sich zu reißen. Ja, das war die Einleitung. Da war ja was mit Hafenbau und so. Gut, dann setzen wir mal die Segel, ne? So, wie sieht's denn aus hier? Hafenmeisterei. Okay, was brauchen wir denn dafür? Oh, okay. So, Hafenmeisterei. 3 Tonnen Holz, 5 Tonnen Werkzeug und 14 Tonnen Steine. Gut, also brauchen wir jetzt Steine. Holz und Werkzeug. Gut. Wenn es weiter nichts ist, ne? So, was haben wir denn hier? Ach so, da war ja was. So, wir brauchen erstmal Stein, genau. Hervorragend! Denkt ihr, ihr könntet mir die Überschüsse aus der Steinproduktion für meinen Dom verkaufen? Natürlich erst, wenn der Hafen vollendet ist. Aber gern. Dir helfe ich. Mit jeder Minute, die sich der Hafenbau verzögert, wird Forgas Laune schlechter. Gebt lieber ein Schiff in Auftrag. So könnt ihr Waren schneller von einem Ort zum anderen schaffen. Tja. Ihr produziert Seile für den Schiffsbau und Holz. Nur die Werft fehlt noch. Hier an der Küste eurer Insel ist noch genügend Platz dafür. Okay, wo? Da ist noch genug Platz, sagst du. Na gut. Eine Werft, eine Werft. Da. Aha. Tja. Lord, dafür brauchen wir Steine. Gut, die sind ja jetzt in Arbeit. Das ist schon mal gut. Okay. Ach, hier kann ich nicht auffüllen. Das ist ja doof. Na gut. So, was haben wir gesagt? Brauchen wir für die Hafenmeisterei? Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. So ist das also. Na gut. Oh, 14 Tonnen Steine. Okay. Aber das andere können wir auch schon mal reintun. 3 Tonnen Holz, 5 Tonnen
Werkzeug. Gut, das machen wir schon mal. Drei Tonnen davon und fünf Tonnen hiervon. Ja, Steine dauert ja noch. Gut, müssen wir im Blick behalten, sozusagen. So, was will denn der noch eigentlich? Okay, die Hafenmeisterei. Transportschiffe. Stapellauf, okay. Ja, das ist mir klar, aber er will ja erstmal hier seine Hafenmeisterei, der gute Herr. Boah, 5 Tonnen erst, okay. Da fehlt noch einiges. Hier bräuchten wir ja auch 4 Tonnen für eine Werft, ne? Gut, haben wir aber auch noch nicht, also hier fällt das auch schon mal weg. Wo ist denn hier die Seilerei? Das ist die Hanfplantage. Ach da, okay. Da ist sie, ja, die Seilerei. Okay. Gut. Sieben Tonnen. Och, Menno. Bist du für eine? Ach, das ist schon Lot. Ja gut, der darf hier hin. Gut, da fehlen noch mal fast doppelt so viel. Okay. Und sonst haben wir, glaube ich, erstmal nichts weiter offen, ne? Stapellauf. Ich überlege gerade, dann machen wir das vielleicht als erstes. Na, komm her, so. Dann machen wir hier aber 1 und nehmen mal 4 Tonnen mit. So. Na, das war etwas zu weit. So. Dürfen wir nur nicht das Werkzeug und das Holz ausräumen? Eigentlich hier unten. So. Ach, ich glaube, das ist von der Marie, ne? Die Vorbereitungen für den Kreuzzug sind weit gediehen. Doch die Schar meiner Ritter ist größer, als ich es zu träumen wagte. Ich brauche Leinenkutten. Jeder soll vor unserem Aufbruch neue Kleidung erhalten. Oh, gut, machen wir. Leinenkutten. Achso, das ist von denen. Unser Dampfer ist noch nicht da. Okay. Und wir haben nur 1. Na super. Das kann ja interessant werden, ihr Lieben. Aber schauen wir mal. Dann war es vielleicht doch gut, dass wir jetzt erstmal hier die Steine abgeben. Oh, 22 Tonnen haben wir, okay. Gut, das reicht ja.
So, und dann fahren wir mal hier hin, ne? So. Und hier bauen wir jetzt unsere Werft. Dann haben wir den Auftrag nämlich auch erledigt. Hervorragend! Dann kann das erste Schiff ja bald vom Stapel laufen. Ja. Kann. Ich habe noch einige Kisten Werkzeug auf Lager. Kommt vorbei, dann verkaufe ich euch etwas davon. Das höre ich gerne. Das ist ja nicht so weit. Sehr schön. So, was macht denn unser Steinmetz? 11 Tonnen. Na super, dann passt das ja. Sehr schön. So. Der ist gleich da. Gott sei's gepriesen. Ihr bringt mir endlich die Leinenkutten? Ja. Diese Kleidung ist hervorragend. Nehmt meinen Dank. Die Ritter werden sie in Ehren halten. Bitte gern. Gütiger Gott. So viele Ritter wollen mit ins gelobte Land. Es müssen weitere Schiffe gebaut werden. Ich bitte euch, geht mir bei dieser wichtigen Aufgabe zur Hand. Och. 40 Tonnen Holz. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir überhaupt so viel haben. So, jetzt besuchen wir erstmal den Lord. Wie geht's denn hier bei dir vor? Es ist ein Kreuz mit diesem Kreuzzug. Wenn ich nun Männer und Materialien für Vorkass abstellen muss, wirft mich das beim Dombau um Wochen, ach was, um Monate zurück. Ja, das glaube ich gern. Gut. So, werden wir uns gleich mal wieder mit Werkzeug eindecken. So, wie viel hat denn der eigentlich im Angebot? Das ist doch unser, ne? Ja, sehr gut. So. Gegen ein gutes Geschäft habe ich nichts ein. Ja, das sehe ich auch so. Wunderbar, das nehme ich. Oho! Oho! Ja, wenn schon, denn schon, ne? Muss ich ja auch lohnen, wenn wir einmal dutzen. So. Wir haben genau 40 Tonnen. Lol. Gut, da haben wir 16 Tonnen, das reicht auch, sehr schön. So. Wir müssen ja. Moment, 5 Tonnen müssen wir abziehen. Die brauchen wir ja für die Hafenmeisterei. So, dann laden wir mal aus. Oh, Moment. 2 und. Wir müssen ja nicht unnötigen Ballast mit uns rumschleppen, ne? So, und dann fahren wir jetzt als nächstes nochmal zu ihr. Wunderbar, na, so habe ich das doch gern. Was ist mit dir? Ja, wunderbar. Dann haben die jetzt auch einen Grund zu arbeiten. Oha. 7 Tonnen Fisch nur. Das ist aber wenig. Ah, Entschuldigung, ihr Lieben. 7 Tonnen. Das ist ein wenig zu wenig.
Most geht auch zur Neige, das ist aber echt. Ja. Bauen wir mal am besten hier noch eine hin. So. Der braucht auch einen Weg. Bitteschön. Okay, das hätten wir. Werdet ihr euch Gottes Willen fügen? Gott segne euch. Nun kann ich weitere Schiffe bauen lassen. Ich will euch dafür angemessen danken. Danke, danke. Okay, das hätten wir abgeschlossen. Okay. Das ist ja geil. Oh, verringert die Baukosten. Super. Dann sollten wir vielleicht doch noch mal kurz das bei uns hier abgeben. Oh, Holz fehlt wieder. Okay. Ach, ihr seid aber ganz schön hungrig, ja? Kann das sein? Ich wusste immer, dass ihr diese Stadt zu Wohlstand führen würdet. Ja, wir geben unser Bestes. Oh, das macht mir ein bisschen Sorge. Bei den einen haben wir ja jetzt Nachschub. Hier kriegt man aber auch keine zweite Fischhütte hin, glaube ich. Ah doch, kriegt man. Sehr schön. So, den werden wir jetzt mal auslagern. Hat er den jetzt schon rein? Sehr gut. Okay, das war dieses und jetzt auf. Und dann holen wir gleich die Steine hier ab. Wie viel haben wir denn? Ui, 25, sehr schön. Ja, nehmen wir gleich alle mit. So. Dann kriegt er hier seine Hafenmeisterei. Und dann können wir das hier auch gleich mit einpacken. Das Werkzeug und das Holz, denn ich habe so die Befürchtung, das wird nicht bei der Hafenmeisterei bleiben. Achso, ich dachte schon, das wäre unser Schiff, aber unser Dampfer fährt ja hier. Gut, jetzt müsste sich eigentlich das vergünstigt haben, tatsächlich. Ein Sammelpunkt, gute Frage. Machen wir mal dahin. So. Das passt. Gut, dann hätten wir nämlich da auch wieder einen Auftrag erledigt. Ja, die zwei sind jetzt noch offen. Okay, wunderbar. Also. Das darf rein, das darf und das. Ein herrliches Schiff. Na dann, immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Genau, Lord. Du hast es. Mit Verlaub, ich empfehle eine Handelsroute für den Steintransport. Bei all den Aufgaben, die Forcas auf euch abwälzt, habt ihr bestimmt Wichtigeres im Kopf. Das ist eine gute Idee.
Tja, das ist die Frage, ne? Aber ich glaube, die Insel ist wichtiger mit Steine zu versorgen, aber ja, müssen wir mal schauen. Da ist ja unser neues Schiff. Gut, hier erholt sich langsam wieder. Ich betone langsam. Wie heißt das? Magellan. Gut, also wir brauchen auf jeden Fall Hagenberg. Da müssen wir rein. Ja, dann würde ich hier das vielleicht am ehesten nehmen. Steine. So. Und auf geht's. Der Kapitän ist instruiert? Wunderbar. Nun könnt ihr euch getrost euren wichtigen Aufgaben widmen. Ja, super. So, du darfst hier jetzt erstmal ausladen. So. Gut, das hätten wir. Und damit der hier nicht weiter rumnörgelt, dieser Guy Fogas. Was lange währt. Besser, ich besichtige das Gebäude und vergewissere mich persönlich, dass alles seine Ordnung hat. Ja, mach das, wenn es dich glücklich macht. Die Fokus, ja. Gut. Während ihr Ewigkeiten für den Bau dieser Hafenmeisterei benötigt habt, habe ich mich um einige Vorräte gekümmert. Aber dieses Kontor ist viel zu klein. Es muss ausgebaut werden. Und zwar sofort. Ja, das kann ich auch sofort machen, aber bitte anderer Ton, gell? Das. Es ist vollbracht. Das Kreuzfahrerschiff wurde fertiggestellt. Gott möge es beschützen und all jene segnen, die gewillt sind, für den rechten Glauben zu streiten. Mein Fall. Was ist denn nun mit dem Ausbau des Kontors? Muss ich denn alles zweimal sagen? Tja. Da. Zufrieden. Was? Das soll der Ausbau gewesen sein? Die Lagerräume sind ja kaum größer als zuvor. Das ist völlig inakzeptabel. Na sowas. Wir brauchen Lagerhäuser, um die Waren aufzubewahren. Ihr seht doch, wie groß das Kreuzfahrerheer ist und wie viele Vorräte dafür benötigt werden. Na los! Ist ja gut. Ja, muss ich nochmal schauen. Was brauchen wir denn für die vier Lagerhäuser? Wir haben zu wenig Werkzeug, sehe ich. Okay. Dum, 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 dum. Was ist denn nun? Wenn ihr nicht bald diese Schenke baut, werden die Ritter noch marodierend übers Land ziehen. Schenke? Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Also gut, dann bauen wir den Schenke. Wo haben wir sie? Da fehlt uns natürlich die Steine. War ja klar, ne? Wo ist denn eigentlich unser... Boah, der hat nur 8 Tonnen. Tut mir leid, du musst jetzt kurz hier hin. So, wir brauchen Steine. Ich habe mir gerade schon überlegt, ob wir vielleicht hier nehmen sollen, aber so ein Lagerhaus, da brauchen wir ja nur eine Tonne Stein.
aber 4 Tonnen Holz und 4 Tonnen Werkzeug. Ja. Gut, dann werden wir mal sehen, dass wir das dann... So. Da müssen wir jetzt noch warten, bevor er hier weitermacht. Ja, und wie ich sehe, ist unsere Zeit auch schon wieder rum. Ja, deswegen werde ich jetzt wie immer speichern und... So, hier müssen wir speichern. Nicht, dass wir es endlos spielen machen. Das wäre blöd, ne? Ja. So, Entschuldigung, ihr Lieben. Damit verabschiede ich mich auch ganz herzlich bei euch. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, wie immer, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Und bis dahin wünsche ich euch hier ganz viel Spaß auf meinem Kanal. Bleibt gesund und ich sag dann bis zum nächsten Mal hier auf meinem Kanal. Euer Ossizocker Markus. Tschüss.